Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fishing Planet mit dem Underwater Frank. Wir haben es heute mal auf den Red Band Rainbow Trout abgesehen. Ja, mit dabei hier auch gerade der Lutzemai und der Alex. Hi, Mike, grüß Ja, dich. der Lutzemai hat nämlich gerade einen Unique gefangen. Also ihr seht hier verschiedene Nano-Spoons steht zum Beispiel auch drauf. Und wir wollen jetzt auch mal mit der Featherlight und den Nano-Spoon 6 Gramm Raute 1.0. Ja, normale Featherlight-Ausrüstung hier, 15 mm. Der Fisch wird auch nicht so schwer. Also ich zeige euch das mal. Wir sind jetzt hier oben an dem Spot, Forellennest. Ihr seht hier gerade, der Lutzemeier hat einen 1,21 Kilogramm Fisch gezogen, den Red Band. Und dann einfach hier oben, also ihr steht jetzt hier quasi an dem Spot, wo ihr hier lang gehen könnt, an der Wand, an der Felswand. Und dann einfach hier in die Richtung. Denn bei Mischwetter auf um 11 bei der Einholgeschwindigkeit und dann reinziehen und ein bisschen twitchen. Also ich komme jetzt hier auf 60 Meter knapp raus. Oha, da war schon irgendwas. Aber geht recht hoch, ne? Oh, da. Irgendwas habe ich da hinten dran. Und was ist mir da nachgeschwommen? Weißt du, bei wie viel Meter ungefähr der Biss war? Oh Gott, da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gefragt, aber ich Irgendwas schätze um die 40, schwimmt mir um hier die nach, 40 aber vor. ich sehe immer irgendwie so Wasser platschen, als wenn er irgendwie hinterher springt. So, und schmeißen wieder da in die Ecke rein. Also ihr seht quasi, wie von links und von rechts die Bäume kommen und dann in die Mitte. Dann einfach reinholen und ab und zu mal einen Twitch. Ah, die Schnur hängt zwar ein bisschen durch, sag ich mal. Oh, bei dir ist was nachgeschwommen. Ja, ich habe es gerade gemerkt auf dem letzten Meter. Aber die Rute war zu schnell draußen. Irgendwas schwimmt mir da auch schon wieder nach, aber er beißt halt einfach nicht. Irgendwas schwimmt. Oh doch, nee. Hat er die Route nach rechts genommen? Okay. Der will nicht haken, du. Okay. Hast du auch den Nano-Spinner? Ja. Ne, Nano Spoon, ne? Ja. Ich habe einen Nano-Spinner. Ach, du hast einen Nano Nano Spinner. Spinner. Ah, Ja. warte mal, warte mal. Nano Spinner. Habe ich da überhaupt was? Ne, Nano Spinner habe ich gar nichts mit. Warte mal, da habe ich jetzt das gerade ein bisschen falsch erklärt. Ich guck mal, ob es das hier am Spinner. Okay. Ach hier, der getigerte, ne? T Tiger Beetle. 6 Gramm 1.0, ne? Der gelb-schwarz getigerte, ne? Genau, der, ja. Ja. Okay, warte. Nano, Nano, Nano. Hier ist er doch. Alles klar. So, nochmal das gleiche. Ja, ich habe gerade mit dem Nano Spoon probiert, alles klar. Ja, der Name ist für nur Tiger Beetle, genau. Ja, genau, den habe ich jetzt auch. So, dann gucken wir mal. Ja, sorry Leute, dass ich jetzt das einmal kurz falsch erklärt habe. Das ein bisschen verwechselt gerade. Ja. Dann machen wir die Bremse mal eine Stufe runter, sicherheitshalber, weil wenn hier die Bachforelle beißt, dann schon ein bisschen schwerer. Aber der ist komplett an der Oberfläche, ne? Ja, ich lasse ihn komplett absinken Ach so. und dann fange ich an. Ach Ja. so, alles klar. Okay. Habe jetzt direkt einen Biss auf 47 Meter gekriegt. Ich will auch nochmal Ich komme gar rein, nicht ja. so weit raus. Nee, du kommst mit der Featherlight. Was hast du denn für eine Featherlight? 2,15? Und dann die Aspira Slim Rolle rauf Moment. machen? Dann lassen wir den mal absinken. Ah, du hast, glaube ich. Ich habe die, glaube aus Da dem ist wieder ein Red Band. Sportpack. Ist wieder ein Red Band. Ah, okay. Ja, der zieht schon mehr, also da ging die Bremse jetzt mehr wie vor uns bei dem. Mal gucken, ob es wieder ein Unique ist. Nee. Ach, das ist eine Regenbogenforelle, okay. Ah, okay. Ich habe Lässt die du den Featherlight denn. 190 Spot. Ja, da musst du die 2,15er musst du nehmen. Lässt du den jedes Mal wieder absinken oder ziehst du dann durch?
Ja, ich lasse ihn jetzt, wenn ich ausgeworfen habe, lasse ich ihn komplett absinken und dann fange ich an, auf Stufe 2 einzuholen und Ah, dabei zu switchen. okay. Ja, das war eine Regenbogenforelle, die sind ja ein bisschen schwerer. Ja. Gibt es die eigentlich als Uni? Nee, die Halterfrage. Nee, doch, Die die Regenbogendachse als Uni. Regenbogenforelle gibt es hier als Uni, glaube ich, ne? Die gibt es hier als Uni, ja. Ja. Die Halsabschneiderforelle, die gab es in Rocky Lake, also in Colorado, als Uni. Verloren. Ja, genau, jetzt hab ich sie nicht verwechselt. Ich dachte, hier gab es die Ja, Halterfrage. das ist immer so ein bisschen. Da wechseln die Leute manchmal. So, mal gucken, ob jetzt was beißt. Aber 40 Meter kurz ruckelt, aber. Oh, jetzt habe ich auch einen Biss. Oha, oha. Können Sie mal einen hoch machen? Oha. Ah, Direkt der ein geht Biss. gut ab hier. Der geht gut ab. Gucken, vielleicht haben wir jetzt ja schon Glück. Also müssen wir auf die Schnurspannung aufpassen. Alex, kommst du jetzt so weit raus oder was? Hast du jetzt die Ne, Route? ich Nee. komme 40 Meter. Ja, du brauchst halt die Ja, Route müsste ich zurückfahren. Fässerlei 215 brauchst du, ne? Und die Espira Slim Rolle, ne? Die rote da, die rot-schwarze. Oh, jetzt habe ich aber echt ein dickes Ding dran. Mal gucken, was das ist. Hat auch recht weit hinten gebissen. Ich glaube bei knapp unter 40 Meter. Ah, sieht nach. Was ist es? Oha, wo springt er denn hin? Regenbogenforelle. Ah, schade, Regenbogenforelle, okay. Ich habe auch wieder einen Regenbogen, wie es aussieht, ja. Ja, in Trophäengröße. Aber da habe ich noch nie hingeschmissen, da von der Richtung hier. Die. Ja, ich habe da gestern schon mal probiert, habe da mal hingeworfen, hatte auch einige Regenbogenforellen und zwei normale von diesen Red Bands. Okay. Weiß gar nicht, steht Nano-Spinner, steht ja auch als Köder da, ne? Ich glaube, der stand drin, ja. Guck mal kurz nochmal. Ja. Oh, da ist wieder was dran, ne? Das könnte diesmal so eine Redband sein, die ist relativ klein. Nein, Regenbogen. Ja, Nano-Spinner steht auch da. Ich werde sicherlich jetzt nicht nochmal eine Uni fangen, da ich jetzt schon eine hatte. Na gut, das hat doch nichts zu sagen, ne? Weißt ja noch mit den Streifenbarschen, ne? Achso, genau, ich wollte gerade sagen, sie ist Streifenbosch, ja. 40 Minuten. 40 Ingame-Minuten. Bei dir schwimmt irgendwas hinterher. Will nicht beißen. Was habe ich vorhin mit dem Nano-Spoon gehabt, dass er da ewig hinterher geschwommen ist? Ja, ich würde sonst sagen, ich blende dann wieder rein, wenn wir dann Red Band Trout dran haben, beziehungsweise wenn der Unique beißt. Alles klar, dann bis gleich.
Hältst du die Route ein bisschen nach links oder hältst du die geradeaus? Ne, ich halte es eigentlich genau dahin, wo ich ausgeworfen habe. Ah, okay. Ich habe auch was. Da, wo die zwei Bäume links und rechts zusammenkommen. Und was habe ich hier am Haken? Gucken, was das ist. Das ist eine Red Band. Oh, Oregon Red Band Frelle normal. Okay. Danke, gleich mal. Ich habe auch eine. Mal einen Screenshot machen hier. Die ist ganz hübsch, ne? Ja, mit dem roten Streifen ist echt geil, ja. Ja. Im Endeffekt sieht es aus wie eine Regenbogenforelle, bloß mit dem roten Streifen, oder? Ja, aber ein bisschen anders finde ich noch, also ein klein bisschen. Na? Also die hat jetzt nicht so weit weggebissen, die hatte auf unter 30 Meter, glaube ich, gerade gebissen. Okay. Ja, die Uni war, denke ich, auch so zwischen 35, 45 sowas in dem Dreh. Okay. Ja, einfach probieren, ne? Genau. Wir wissen auf jeden Fall, so ist es möglich. Vielleicht war es bloß ein Glückstreffer bei mir. Oh, irgendwas schwimmt bei. Oh, ich habe was Großes dran. Oh, okay. Oh. Ja, wenn sie Spannung, in die Bremse geht, ist wahrscheinlich ein Regenbogen. Naja. Die Red Band, die wird nicht in die Bremse gehen, ne? Ne, die ist bei mir auch nicht in die Bremse gegangen. Ich okay. Hab gedacht, ja, ja, ist wahrscheinlich ein Regenbogen. Mal gucken, was das hier ist. Mal gucken, wenn er jetzt rausspringt. Ne, ist eine Red Band. Mit Bremse. Ist eine Red Band, ja. Mit Bremse. Oh, okay. Und, okay, und? Ich drücke dann. Oha, oha, oha. Und? GZ. Yeah, GZ. Ja, geil. Einzigartige GZ. Oregon Red Band Forelle. Gut, dann lasse ich das mal mit denen zusammenschneiden. Dann lasse ich das jetzt einfach so als einen Durchgang. Okay. Ja, das ist quasi ja, der neue Fisch. Ihr seht den wunderschönen roten Streifen. Nochmal ein Screenshot hier. Ja, danke nochmal an den Lutzemai für den Tipp. Also, ich glaube, auf die Idee da hinten in die Ecke zu schmeißen, wäre ich jetzt, glaube ich, nicht so leicht gekommen. Vor allem auch mit dem Köder. Also ich glaube, mit Nanospinne habe ich recht selten geangelt. Ja, Alex, ich habe einen Platz zu vergeben. Willst du zu mir kommen hier und dann wieder da in die Ecke schmeißen? Oder wo willst du jetzt probieren? Na, du bist an einer anderen Stelle, ne? Hm? Ich stehe hier neben dran. Ja, du stehst hier drüben. Da komme ich ein bisschen näher hin. Ja, gut, alles klar. Dann erstmal vielen Dank und dann bis zum nächsten. Also nochmal kurz 1,219 Kilogramm, 457 Silber, finde ich schon eine Menge. 408 XP finde ich auch schon recht gut für Oregon-Verhältnisse. Ja, gut, dann erstmal vielen Dank und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.